Hallihallo, so, dann starten wir die heurige Chili-Saison. Schaut mal her, da haben wir diese Quelltabletten, die jeder von mir gekriegt hat. Und ich habe da so Wasserspritze, da tue ich Wasser auf, man kann sie auch in Wasser reinstellen und dann quellen die auf und die werden nachher immer, immer größer. Und wenn sie dann einmal diese Größe erreicht haben, wie da hinten oder da vorne schon, habe schon ein bisschen was vorbereitet. Dann sind sie bereit, um die Samen einzusetzen, einzupflanzen und da drinnen, da keimen die dann. Ja, lassen wir es losgehen. Da habe ich solche kleinen Briefeln gekriegt und da sind die Samen drinnen. Da habe ich jetzt nur drei von der Sorte, wie man sieht, Ecuadorian Sweet. Kann man das sehen? Ja, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Und da nehmen wir jetzt da Samen für Samen raus. Und mal den ersten her. Lege da rein. Ich habe da noch einen, so einen Zahnstocher dabei. Da tue ich ihn ein bisschen eindrücken, ganz leicht, maximal 1 cm. Da mal ein bisschen zu. Leichten Druck. Fertig. Dann nehme ich den zweiten Samen her. Und den dritten Samen und dann habe ich wieder eine Reihe fertig gemacht. Tja, jetzt habe ich also insgesamt 12 Samen gesetzt. Ganz wichtig ist jetzt, dass ihr das Ganze dokumentieren dort. Sie hat mir da so Zettel gerichtet. Die klebe ich jetzt vorne an mein Anzuchtgewächshäuschen an. Dann weiß ich immer genau, um welche Frucht es sich dann später handelt. Weil es ist nämlich so, wenn die jetzt alle kämen und rauskommen, die schauen alle gleich aus. Außer dann an der Frucht, da kennt man, aha, das ist jetzt ein Cayenne, ein Thai Red Hot oder irgendeine andere. Also immer genau dokumentieren ist ganz, ganz, ganz wichtig. Jetzt machen wir sie noch sehr, sehr heimelig. Jetzt kommt der Deckel drauf. In 4, 5 Tagen werden jetzt die ersten rausschauen da drinnen. Ich brauche es nicht so, was haben, wie ich das da habe. Am besten ist, ihr habt vielleicht so ein Plastik, wo man es also unten einstellen kann, damit es einfach ein bisschen warm und wohlig und kuschelig haben. Jetzt gehen sie aufs Fensterbrett laufen, weil runter der Heizkörper ist und dann haben wir es ideal. Also, freuen wir uns auf eine tolle Chili-Saison 2018.